Melde mich zum Dienst mit den 12.11 Settings. Und zwar ist das ja schon mega überfällig. Wir sind schon kurz vor 12.12 gefühlt. Aber es hat wirklich gedauert, weil das Spiel mit der Shader-Veränderung, also zuerst wurde Interchange ja sehr, sehr, sehr dunkel. Dann wurden diese dunklen Shader wieder ein bisschen milchiger, also heller gemacht in 12.11. Und das hat Probleme gemacht, weil man dadurch nicht einfach die Helligkeit runterdrehen konnte, sondern man musste viel mit dem Kontrast arbeiten, verschiedene Tools nutzen, PostFX-Settings-Filter benutzen, um das noch eine gute Sichtbarkeit zu erhalten, aber gleichzeitig ein schönes Bild zu bekommen, dieses Milchige vor allem wegzukriegen. Ich denke, wir haben es geschafft. Kurz Überblick über die neuen Settings, was wir geändert haben und dann natürlich die NVIDIA PostFX-Settings. Let's go! Im Settings-Menü sehen wir den aktivierten Streamer-Modus. Wenn ihr diesen haben möchtet, den müsst ihr über Battlestate Games aktivieren. Läuft bereits seit ein paar Wochen. Außerdem eine Besonderheit, Use Only Physical Cores ist bei mir aktiviert. Das liegt einfach an meiner CPU, die mit diesem Häkchen besser arbeitet. Probiert das aus, lasst euch von niemandem sagen, ja, das muss aus, ja, das muss an. Probiert das aus für eure CPU, das könnt ihr im Raid ein- und ausschalten und dann direkt die FPS vergleichen. FPS einschalten tut ihr mit Ö und dann FPS Leerzeichen 1 oben in die Konsole eingeben, Enter drücken, wieder Ö, um die Konsole zu deaktivieren und ihr seht oben rechts eure FPS. Den automatischen RAM-Cleaner habe ich ausgeschaltet, da ich 32 GB RAM habe. Und die FOV haben wir weiterhin auf 59, was einer FOV in anderen Spielen von 90 entspricht. In den Graphics-Settings seht ihr den Screen-Modus bei mir auf Borderless. Ich würde auf jeden Fall Fullscreen empfehlen, wenn ihr das könnt. Dadurch, dass ich im Stream noch gewisse Einstellungen habe, muss ich es leider auf Borderless lassen. Fullscreen-Modus ermöglicht euch noch eine bessere Performance, möglicherweise mehr FPS, aber vor allem ein reduziertes Input-Lag und verzögerungsfreiere Eingaben. Alle weiteren Werte sind pretty standard, bis auf der Sharpness-Slider. Der Sharpness-Slider ist auf 0. Das liegt wirklich nur daran, dass ich streame und dem Encoder dadurch bessere Performance geben möchte. Würde ich nicht streamen, würde ich diesen Sharpness-Slider auf ungefähr 0,6 bis 0,7 eingestellt lassen. Kommen wir zu den Einstellungen, die hier neu sind. Und zwar haben wir einmal das NVIDIA Reflex Low Latency. Dieser Modus soll das Input-Lag des Systems weiter reduzieren und benötigt eine leistungsstarke CPU. Mögliche Einstellungen sind hier Off, On und On and Boost. On schaltet diese verbesserte Input-Reduzierung an. On and Boost sorgt praktisch dafür, dass euer gesamtes System in einen maximalen Zustand der Bereitschaft gerät. Also es ist so ähnlich wie der Energiesparmodus in Windows. Da könnt ihr von sehr hoch auf Ultra gehen. Ultra ist eine versteckte Einstellung, die kann man freischalten in Windows und dann das System auf Ultra laufen lassen. Das heißt, sämtliche Komponenten sind immer 100% on Power. Ich selber möchte das nicht, weil ich das nicht möchte für meine Komponenten, dass sie immer 100% sozusagen Strom verbrauchen, 100% arbeiten, auch wenn gerade nichts zu tun ist. Deswegen für mich eine persönliche Entscheidung, das Ganze auf On zu lassen. Einschalten lohnt sich auf jeden Fall, wenn eure CPU das drauf hat, die Performance bringen kann. Und in Boost muss wirklich jeder für sich entscheiden. Zu dieser Reflex Low Latency gehört auch der Flash Indicator. Das ist praktisch eine Anzeige, die im Bild dann durch ein Quadrat dargestellt wird und immer wieder weiß aufblinkt. Das soll praktisch diesem Latency-Modus helfen, noch besser zu performen. Also in Kombination mit diesem Flash Indicator funktioniert dieses System noch besser. Das Problem dabei ist, es nervt und deswegen habe ich das Ganze ausgeschaltet. Genau wie das MIPS-Streaming. Auch das MIPS-Streaming habe ich getestet. Es ist relativ schwer zu testen, weil man leider das Spiel beenden und wieder starten muss. Das heißt, ihr müsst euch eine Ecke suchen in der Runde, wo ihr eure FPS gut messen könnt, dann das Spiel verlassen, versuchen dieselben Konditionen wiederherzustellen und dann das mit eingeschaltetem MIPS-Streaming dann zu vergleichen. Ich habe mehrere Testreihen gemacht, 5-6 Mal an, aus, an, aus, an, aus. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es bei mir sogar FPS kostet, deswegen definitiv aus. Möchtet ihr das nutzen, also bei wem könnte es was bringen? Es bringt am meisten, wenn ihr eine leistungsstarke CPU habt, wenn ihr Windows auf einer SSD installiert habt und wenn ihr eine relativ schwache GPU habt. Diese Kombination ist am wahrscheinlichsten dafür, dass das MIPS-Streaming euch nochmal richtig schöne FPS bringt, aber auch hier probiert es einfach aus. Und hier unsere neuen PostFX-NVIDIA-Settings und hier wird es jetzt ganz, ganz interessant. Wir haben einige Änderungen vorgenommen, um diesen Milch-Effekt wegzubekommen, aber trotzdem noch ein helles und kontrastreiches Bild, ein schönes Bild zu erhalten. Also, was haben wir gemacht? Wir haben im Endeffekt im NVIDIA-Setting die Kontrasteinstellung auf 57 erhöht und haben das kombiniert mit dem Chillwave-Filter in den PostFX-Settings. Das heißt, wir schalten PostFX an, nutzen hier aber ausschließlich den Chillwave-Filter und zwar auf eine Einstellung von 20. Das heißt, Chillwave kombiniert sich mit Kontrast und das führt dazu,
dass sozusagen die Helligkeit wieder einen schönen Kontrast bekommt. Gleichzeitig erhöhen wir den Gamma-Wert sogar noch weiter, und zwar auf 1,4, um noch bessere Bilder zu bekommen, um noch schöner zu sehen, ohne dass das Bild zu hell oder zu verwaschen wird. Als persönliche Randnotiz, hier unten die digitale Farbanpassung habe ich reduziert. Wir waren ja zwischenzeitlich auf 90, dann auf 80. Das ist wirklich persönliche Präferenz. Ich mag es momentan sehr, sehr auf 70, da es nochmal ein natürlicheres Bild gibt, ohne diesen Fortnite-Effekt zu bekommen, das alles übersteuert. 80 ist auch noch absolut okay, allerdings fühle ich mich bei 70 momentan am wohlsten, aber das ist mehr so der Wohlfühlfaktor. Ganz wichtiger Disclaimer hier, bevor wir die ganzen Leute sagen, ja, aber der Monitor, jeder hat einen anderen Monitor, jeder hat ein anderes System, jeder hat andere Augen und so weiter und so fort. Ja, hat es. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr solche Einstellungen seht, die als Idee zu benutzen, was ihr für euer System verändern könnt. Es geht nicht darum, eins zu eins diese Einstellungen zu übernehmen, sondern es geht darum herauszufinden, was andere versucht haben zu erreichen, um diese Veränderungen im Spiel entgegenzuwirken. Also, Erhöhung von Kontrast heißt nicht, dass ihr auch auf 57 gehen müsst. Wenn ihr schon auf 57 wart, erhöht ihr den vielleicht um 3 Punkte auf 60. Also es geht darum, was wurde verändert, in welche Richtung ging das Ganze, um das Spiel wieder besser aussehen zu lassen. Und im Endeffekt soll das sozusagen eine Basis für eure eigenen Überlegungen sein. Also versucht nicht, solche Einstellungen eins zu eins zu übernehmen, sondern nehmt sie eher als Idee, als Inspiration für euch selbst. Und noch eine Anmerkung dazu, diese Settings gelten sozusagen für eine neutrale Monitoreinstellung. Also ich habe weder irgendeine besondere Helligkeit, besonderen Kontrast, besondere Farbstärke in dem Monitor. Ich habe auch keine Hintergrundbeleuchtung oder sonst irgendwas an. Also der Monitor ist sozusagen auf Standard und unter diesen Standardbedingungen gelten dann diese Einstellungen. PostFX und Nvidia aus. PostFX an, Nvidia aus. PostFX aus, bis auf den Chillwave-Filter und Nvidia an. Kommen wir zu den Sound-Settings und hier haben wir die Voiceline Mishael. Ihr könnt jetzt mittlerweile alles verändern, das ist seit dem Update möglich, das ist ganz cool. Also wenn euch die Stimme nicht mehr gefällt, probiert mal alles durch. Interface-Volume habe ich wieder erhöht. Das ist praktisch das Geräusch, was man selber macht, wenn man in seinem Menü arbeitet, wenn man in seinem Rucksack was nachsucht oder wenn man Patronen nachlädt oder klippt. Ich hatte den mittlerweile bis auf 20 runter, wir gehen wieder hoch auf 50. Das liegt an der Immersion. Habe ich diesen Regler auf 50, habe ich mehr das Gefühl, Teil des Spiels zu sein, im Spiel drin zu versinken. Außerdem ermöglicht es mir auch gewisse Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel, dass eine Patrone komplett in das Magazin reingeklickt ist und ich dann weiß, okay, die Patrone ist dann, ohne dass ich unbedingt hingucken muss. Also es gibt mir tatsächlich auch einen Vorteil als Feedback. Ganz, 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 ganz wichtig. Dieses Interface Volume, also das Geräusch, was ihr in eurem Rucksack macht, ist nicht das Geräusch, was die Gegner hören. Also wenn ihr dieses Interface Volume auf 100 habt, heißt das nicht, dass der Gegner euch besser hört, wenn ihr im Rucksack kramt. Umgekehrt heißt das nicht, wenn das hier auf 0 steht, dass er nicht hört, wie ihr euren Rucksack öffnet. Außerdem neu hier, Music on Raid End, finde ich ganz witzig, den Sound zum Schluss zu haben. Und Binaural Audio, gar keine Frage, Pflichtprogramm. In den Control-Settings haben auch einige Änderungen und zwar habe ich jetzt mittlerweile das Leanen auf der Maustaste 3 und Maustaste 4. Das heißt, ich kann praktisch, indem ich die Taste 3 drücke, das sind die Daumentaste, lehnend um die Ecke gehen, was ich vorher nicht konnte. Es war wirklich sehr, sehr schwer, sich da frei zu bewegen. Jetzt kann ich sozusagen leanend links rum, leanend rechts rum, was ein sehr, sehr schöner Vorteil ist. Weiterhin haben wir die Checktime auf O und Checktime and Exits ebenfalls auf O, einmal auf Press und einmal Release. Das heißt, einmal O drücken reicht, damit ich die Ausgänge und die Zeit sehe. Und natürlich haben wir die Tasten Q und E frei, dadurch, dass wir das Lehnen jetzt auf der Maus haben. Das heißt, E habe ich mittlerweile auf Toggle Tactical Devices. Damit kann ich die Taschenlampe ständig ein- und ausschalten, Laser ein- und ausschalten. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Und auf Q haben wir das Wegschmeißen von Items. Auch hier kann ich damit besser arbeiten, schneller sein. Wenn Items weggeschmissen werden müssen, geht das zack, 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 zack. Und mit Q fliegt alles raus. Maus Sensitivity und DPI-Einstellungen und so weiter sind ein Thema für sich. Ich habe momentan eine DPI von 400. Das heißt, wir haben eine Art Bremse hier drin, also ein Low Sense sozusagen in der Bewegung und Ultra Low Sense im Aiming. Das ist aber ein Thema für sich. Da kann man, glaube ich, ein komplett eigenes Video drüber machen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und dass das nächste, das 12.1 Setting-Video nicht so lange dauert. Das war wirklich ein harter Fall, muss ich sagen. Wirklich, wirklich not easy diesmal. Nee, es geht schon schneller. Hier in der Zwischenzeit der letzte Guide, M4 A1 Guide-Settings. Super Budget-Variante, zieht euch's rein. Ansonsten sage ich Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und gesund. Euer Zieg Zerik. Ciao, 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 ciao. Bye, bye.